Hallo meine durchgeknallten Otakus. Ja, ich würde sagen, wir machen auch direkt weiter hier mit der Videoreihe. Wir haben uns ja hier schon ein paar Seiten angeguckt von dem Monster Rancher Handbuch, Monster Rancher das offizielle Handbuch. Ich habe dann irgendwann einen Cut gesetzt, weil es doch recht lang wurde, das Video. Und würde sagen, sind wir so auf Seite 66, wie viele Seiten hatten das Ding? Ah ja, 123. Ja, dann sind wir ja ungefähr bei der Hälfte. Das passt ja dann. Dann sollten wir das jetzt auch in einer angemessenen Zeit hinbekommen. Und ja, ich würde sagen, wir machen einfach mal weiter. Ich weiß gar nicht, hatte ich hier noch was zu gesagt? Das ist der Harehound. Oder Hairhound? Hairhound. Hair? Heißt das nicht Hase? Also Hasenhund? Ja, Hairhound ist gar kein japanisches Wort. Und dann haben wir hier den Kabalos, der zum Gefolge von Wolfszahn gehört. Sieht auch ziemlich fies aus. Und sein Name bedeutet Wachhund der Hölle. Er zeichnet sich durch große Brutalität und Grausamkeit aus. Ach so, und ihr behaltet mit im Auge, ne? Hier haben wir die kleinen Monsterfiguren, wo ich noch nicht weiß, wie die heißen. Ah, wir können ja, bevor ich weitermache, auch gerade mal gucken, ob vom letzten Mal noch was hängen geblieben ist. Ja, weil hier bei einigen war es ja klar, also Suzo, Mochi, Tiger, Wolfszahn, Naga ist auch noch relativ klar. Aber dann fängt es ja hier schon an, kompliziert zu werden. Weiß ich jetzt noch, wie dieses Monster heißt? Ich meine, das war Captain Dino, der Anführer der Raubdinos. Wir gucken es gleich aber nochmal nach. Und das hier ist Rex, war ja relativ leicht zu merken. Der hier hatte einen strange Namen, der hieß Zoom oder Zoom, keine Ahnung, wie man es ausspricht. Und dann haben wir hier noch Daton. Glaube ich, hieß das Vieh. Und wir gucken das jetzt nach, ob ich das tatsächlich richtig erinnert habe. Da haben wir schon mal den Zoom, da steht's auch. Achso, ich muss vielleicht wieder scharf stellen, würde Sinn ergeben. Und Rex. Also die beiden waren schon mal richtig. So, da, wie ich gesagt habe, Captain Dino. Und wo war denn der Hund, der andere? Beziehungsweise Tigerartige, wie sie wohl hier in Monster Rancher heißen. Da, Daton, wie ich gesagt habe. Gut, dann haben wir hier eine voll widerwärtige Fusion aus Tiger und Riesenwurm. Das ist der Zackenhund. Ich habe mich jetzt fast verlesen, hätte Zeckenhund gesagt, aber sieht auch ein bisschen aus wie eine Zecke. Das ist ein starkes Monster der Tigersorte und wird von Lilim, die Menschenkinder als Geiseln hält, gezwungen, Genkis Team anzugreifen. Ich frage mich, wer Lilim ist. Lilim wurden doch immer die Menschen genannt in Neon Genesis Evangelion von Kaworu, wenn ich mich recht erinnere. Dann haben wir hier noch Gabo, den erinnere ich mich irgendwie. Erinnere ich mich, war das nicht in der Wüste? War das nicht so ein Wüsten? Nee. Keine Ahnung. Sieht aus wie Kleinstein in Orange und ja. Ja, eigentlich ist es Kleinstein in Orange, oder? Wenn man ehrlich ist. Und hier haben wir das Vieh dann auch nochmal in Lila. Okay, ich muss Naga doch woanders hinstellen. Doko oder Doku, keine Ahnung. Das ist dann die Lila-Variante. So eine Kleinstein-Slimer-Fusion. Wobei ich hier finde, dass der Captain von denen irgendwie unspektakulärer aussieht, tatsächlich ausnahmsweise mal, als sein Gefolge. Weil sein Gefolge, die haben ja noch Arme, die können ja noch zupacken. Aber hier der Captain, der ist irgendwie ein bisschen lame. Ah, hier haben wir wieder ein Monster, was ich als Figur habe. Da. Das hier ist nämlich Hopper. Das ist ein süßer Name. Hopper ist ein kleines Monster mit sehr großen Augen, die fast wie eine Brille aussehen. Er wirkt immer ein wenig zerstreut und ist sehr gutmütig. Bei Gefahr kann er sich aber recht gut mit einer Sprungattacke zur Wehr setzen. Hopper also. Hätten wir das auch geklärt. Nehmen wir noch ein paar, die so ein bisschen ähnlich aussehen. Sneaky und Springy. Pink Eye haben wir ja schon gesehen ganz am Anfang. Das ist das Monster, was Genki in der allerersten Folge in dem Videospielturnierfinale einsetzt, womit er den Titel holt.
Dann haben wir noch Lucca, ein farbenfrohes weibliches Monster, das Sud so äußerlich sehr ähnelt, ist aber das charmanteste aller Monster. Ich habe nicht gewusst, dass der Unterschied zwischen Männchen und Weibchen so groß ist. An den erinnere ich mich noch, Captain Horn. Genau. Da war doch so eine Episode, wo sie auf dem Schiff unterwegs waren. Und ich glaube, das hier waren dann so die Matrosen. Rocky. Piraten und Matrosen auf Captain Horns Schiff, da steht's auch. Ja, da erinnere ich mich noch dunkel dran. Rotauge kommt mir auch irgendwie bekannt vor. Tigers erster Gegner bei einem Turnier, in dem er am Ende gegen Haki verliert. Ah ja. Ja genau, das war irgend so ein Kampf hatten die da. Und dann haben wir rechts wieder eine Figur, die ich habe. Obwohl meine Figur ein bisschen anders aussieht. Aber ich glaube, das ist dieses Vieh. Also ihr seht hier, meine Figur ist ein bisschen einfarbiger. Die hat nicht dieses bunte um die Schnute rum und hat hier unten auch nicht braun. Ich glaube, das ist ein anderes Monster, oder? Ist das überhaupt dasselbe Monster? Aber es sieht sich sehr ähnlich. Also eigentlich ist nur die Farbe ein bisschen anders. Also wenn es das hier ist, dann ist das einfach nur Affe. Nee, die haben bestimmt auch noch so einen obersten Babo. Und das hier ist der oberste Babo. Also die Affen sind Monster, die nur eines möchten, faul sein. Ihre Faulheit ist in der Monster Rancher Welt legendär geworden. Um ein bequemes Leben führen zu können, brauchen sie einen Bossi als Anführer. Genau, das hier war doch Bossi. Oder nicht? Er schützt sie vor Hunger und Krankheiten. Nee, Bossi ist das kleine Fieder. Hä? Was ist das hier? Das passt nicht. Was bist du für ein Affe? Hä? Was bist du? Ich kenn dich gar nicht. Also die eine Figur finde ich richtig hässlich. Da haben wir hier noch den Felsenaffen. Ich verstehe es sowieso nicht. Warum haben sie dann ein Monster, was einfach nur heißt wie ein Tier? Also einfach nur Affe. Aber gut, ich meine, hier, er hier als Tiger macht ja auch nicht wirklich Sinn. Aber ja, ich sag ja, diese oberkreativen Namen. Hier auch wieder Falke. Für einen Dino-Drachen. Ich glaube, die haben echt ein bisschen für Bad Reputation gesorgt. Also, dass die Leute vielleicht auch ein bisschen sich verarscht gefühlt haben. Meine Pokémon-Namen sind irgendwie cool. Die haben sich immer was Cooles einfallen lassen. Vielleicht jetzt nicht unbedingt Krabi und Raupi, aber es gibt kein Monster, das einfach nur Falke heißt. Falke ist Untergebener. Wie jetzt? Einfach nur Falke und Falke ist Untergebener. Ja, nee, ist klar. Und die sind irgendwie alle gleich aus für mich. Und warum heißt er jetzt Drache und er heißt Falke? Das ist doch dasselbe Bild sogar, oder nicht? Boah, ich sehe kaum Unterschied, Leute. Very strange. Dann haben wir dann rechts noch den Robodrachen. Da sieht man wenigstens mal ein bisschen mehr Unterschied. Und dann haben wir hier den Robo. Und es gibt ja sogar auf dem Monster Rancher Soundtrack einen Song über die Robos. Das weiß ich noch. Den fand ich auch recht cool. Der Gangster ist hier rechts. Ich bin ein echter Gangster, ich habe mir mal den Finger in den Popo gesteckt und dann abgeleckt. Gangster ist ein äußerst trickreiches und verschlagenes Monster, das gegen Tiger in der Arena kämpft. Gangster. Wieso heißt dieser Blechkasten Gangster? Dann haben wir hier noch Renocraft, ein mechanisches Monster, das sich im Wüstensand versteckt hält. Der sieht voll cool aus. Krieger der letzten Stunde. Ja, der sieht auch ein bisschen bedrohlich aus. Dieses Robotermonster gehört zu Durahans Monster-Elite-Truppe. Auf seinen Befehlen greift der Krieger Genki und seine Gruppe an. Er hat ein Laserschwert, ist unglaublich stark und kennt keine Gnade. Er attackiert Genkis Team so lange, bis sie mit ihren Kräften am Ende sind. Doch der Mirakelstein gibt ihnen ihre Kraft zurück. Ich wusste gar nicht, dass der Mirakelstein sowas kann. War vergessen. Dann haben wir hier den Melkaba. Melkaba. Auch so ein komischer Name, wo man sich überhaupt nicht erklären kann, wo der herkommt. Captain Klüfti. Klüfti, wie süß klingt das denn? Oh, an die zwei Viecher erinnere ich mich auch noch. Miese Katze. Einfach nur miese Katze. Und Kato. Ich glaube, ich fand die Folge total kacke mit den beiden. Und dann später kam ja dieses Pokémon Sengo. Und es hat mich voll an den hier erinnert. Vom Character Design. Also manchmal hat man auch bei Pokémon das Gefühl, sie haben bei Monster Rancher geklaut.
geht auch in die andere Richtung. Dann haben wir hier Jill und Skull. An die beiden erinnere ich mich auch null. Centaur und Celius. Boah, Leute, ich weiß überhaupt nichts mehr über Monster Rancher. Es ist wirklich so lange her. Ich glaube, wenn ich jetzt anfangen würde, einen Rewatch zu machen, wäre das für mich wie eine komplett neue Serie, weil ich mich an die Folgen halt einfach saunig mehr erinnern kann nach all der Zeit. Was ja auch durchaus richtig cool wäre, ja, mal diese Serie nochmal zu erleben, als wäre sie neu. Als wäre sie eine ganz neue Serie. Klar weiß ich so die Eckdaten noch, aber so die Einzelheiten und einzelne Monster und was mit denen passiert ist, was sich da ereignet hat, hier Drachus und Zelot, also hier ganz viele zentaurenartige Monster. Das wäre dann schon interessant, ne? Ah, hier haben wir Granity. Ach, Granity, genau. Granity heißt sie. Das ist die Fusion aus Pixie und Kampfkoloss hieß ihr, ne? Genau, steht auch da. Um die schwer verwundete Pixie zu retten, verschmilzt Kampfkoloss mit ihrem Körper. Dadurch wird Granity geboren. Ihr Körper ist zum Teil von einem harten Steinpanzer bedeckt, ähnlich dem Felskörper von Golem und Kampfkoloss. Sie ist sehr wendig und schaltet ihre Gegner mit Blitzattacken aus. Und dann haben wir da rechts noch ein ähnliches Monster, Lilim. Haben wir ja auch vorhin schon mal gehört, ein Monster der Pixie-Sorte. Hier die Figur ist mal wieder nicht vertreten. Ich hätte jetzt gedacht, die kommt vielleicht jetzt hier dann auch auf der nächsten Seite oder so. Aber ich glaube, dann ist das echt das normale Pixie. Also soll es zumindest sein. Auch wenn es halt wirklich ein bisschen anders aussieht. Dann haben wir hier Hasenblau und Grüner Haki. Weiß eigentlich jemand, warum Haki Haki heißt? Also was der Ursprung ist? Ich habe schon mal gedacht, so vielleicht Haken schlagen wie so ein Hase. Aber Haki, ich glaube, das ist ein japanisches Wort. Wer weiß, was Haki bedeutet, kann es ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Und ich muss jedes Mal an One Piece denken dabei, ohne Witz. Oh Gott, hier sehen wir eines der bescheuertsten Monster von allen. Duck. Einfach nur Duck. Und böser Haki, auch wieder sehr originell. Ja, hier ein Cherrymon. / Tromborg Geschwisterchen. Also irgendwie so einen unheimlichen Baum gibt es in jedem Monster-Franchise. Der heißt Mok und der heißt Ebony. Ebony, das ist doch ein Wort, das bedeutet auch irgendwas. Ich gucke das jetzt nach, ich will das jetzt wissen. Ach, bin ich blöd, ich muss das gar nicht nachgucken. Ebony, Ebenholz, das ist bestimmt das englische Wort für Ebenholz. Ebenholz, wer es nicht weiß, ein schwarzes Holz, deshalb ist das auch ein schwarzer Baum. Das ist der Anführer der bösen Mocks. Dann haben wir hier ein Monster, was einfach nur Pflanze heißt. Boah, so ein ähnliches Digimon gab es doch auch. Das finde ich irgendwie süß mit dem Auge. Einfach nur ein Auge draufsetzen, dann ist es schon wesentlich süßer. Wobei das auch irgendwie süß ist. Sieht wie eine hübsche, friedliche Pflanze aus, kann mit seiner Samenkanone aber auch gefährlich um sich ballern. Ja, das kann ich mit meiner Samenkanone aber auch. Dann haben wir hier Usaba, heißt er. Eine Monsterpflanze, die gegen Tiger in der Arena kämpft. Sie hat einen miesen Charakter und greift auf feige und hinterlistige Weise an. Als Waffen setzt sie ihre Wurzeln ein oder schießt mit Pollenstaub. Ich glaube, wir sind jetzt schon fast am Ende angelangt. Boah, warum ist denn der zweite Teil wesentlich kürzer als der erste? Dann haben wir hier Flora, die Floras. Ach, vielleicht habe ich auch bei dem hier einfach an die Floras gedacht, weil die kamen ja, glaube ich, sehr häufig vor im Anime, oder? Also ich glaube, die sind da irgendwie ständig rumgelaufen. Die drei Flora-Schwestern. Also irgendwie kommen die mir sehr bekannt vor. Und das Vieh da auch, aber ich finde es mega hässlich. Das ist ein Farb-Pandora. Jetzt frage ich euch, warum heißt so ein komisches Raupenvieh, was aussieht, als wäre es aus dem Super Mario-Universum ausgebüxt, Farb-Pandora, also wie die Büchse der Pandora. Aber ich glaube, damit hat es überhaupt nichts zu tun, oder? Ey, ohne Scheiß, schreibt es in die Kommentare, wenn ihr euch auch nur irgendeinen von den Namen von den Monstern erklären könnt. Also jetzt vielleicht nicht bei Flora, da ist es ja offensichtlich, dass es hier von Pflanze sich ableitet. Oder wenn das Monster schon Pflanze oder Affe oder so heißt. Aber diese ganzen Namen, die halt so ein bisschen rätselhaft sind, schreibt bitte in die Kommentare, wenn ihr eine Ahnung habt, was die zu bedeuten haben, wo die herkommen.
wie man da drauf gekommen ist. Das würde mich mal richtig interessieren. Natürlich wie immer liken und abonnieren nicht vergessen.